Hallo Freunde, heute habe ich für euch ein himmlisch gutes Duett. Das ist nämlich Blätterteig und Milchmädchen. Wirklich super einfach. Man hat eine riesengroße Schüssel am Ende. Es kostet alles zusammen, also wirklich unter 10 Euro. Ganz, ganz einfach und super köstlich. Und es bleibt auch wirklich lange schön knackig. Und nun zum Rezept. Hier habe ich Blätterteig ausgebreitet aus zwei solchen Packungen. Jede Packung hat 450 Gramm und das soll jetzt hier ein bisschen auftauen. So um die 10 Minuten braucht es. Der Backofen heizt schon vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und da mache ich gleich die Creme. Ich habe hier zimmerwarme Butter. Diese wird schaumig gerührt. Nun gebe ich hier eine ganze Dose von gezuckerter Kondensmilch, entweder die oder die. Das ist dasselbe im Prinzip. Ja, mir gefällt nur, dass hier die Öffnung viel leichter geht wie bei dem. Ich habe immer so ein kleines Problem mit den Dosenöffnern. Die wollen nicht so, wie ich will. Schaut mal, das ist so eine schöne dickflüssige Masse. Die geben wir jetzt hier rein und das werden wir jetzt mit dem Mixer nochmal vermengen. So sieht die Masse aus, schaut mal. So, die stellen wir zur Seite. Der Backofen ist schon fast vorgeheizt. Die Teile schneiden wir erstmal einmal in der Mitte durch und dann zu solchen Dreiecken. So kommen die aufs Backblech mit etwas Abstand. Backpapier auch noch drauf machen, genau. So, das sind jetzt zwei Bleche. Ein Blech backt noch. Wir müssen jetzt circa ein Drittel von dem Ganzen zerkleinern. Und zwar nehme ich dafür eher so hässliche, die da nicht so gut geworden sind. Die werden zerkleinert. Oder man kann, wenn ihr keinen Zerkleinerer habt, dann einfach zerruppeln, so klein wie möglich. So, ich bin froh, dass ich so einen Zerkleinerer habe. So. Okidoki, das machen wir jetzt so, am besten in einen tiefen Teller. Okay, einmal. Ich mache jetzt so ein Teilchen erstmal in unsere Creme. Opa, von allen Seiten damit benetzen. So. Die eine Seite, die geht immer leicht ab, so ist das aber prima. Und dann kommt es hier in unsere zerkleinerten Blätterteige. So. So kommt es jetzt auf einen Teller. Und so weiter. Schaut mal, meine Lieben, so ein schöner großer Berg entsteht dabei. Es ist auch so, dass man wirklich, also wirklich halben Tag kann es stehen und es bleibt schön knackig. Es wird nicht weich oder so, es ist richtig schön lecker. Freunde, ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat. Ganz viel Freude beim Nachbacken. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Abo dalassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Eure Xenia.